Wie viel unterscheidet sich die Karte jetzt hier? Ach ja, die Karte ist jetzt noch fairer als in die normalen Online-Karten, weil das ist so ein besonderer Patch. Okay. Den kannst du ja auch nochmal bei Gelegenheit holen, den Essok-Patch. Das spielen halt Profis vor allem auf dem, weil das ist alles viel fairer. Jeder hat gleich viele Herden bei sich auf der Seite, jeder hat gleich viele Minen. Das kann im normalen Online-Match anders sein. Oh, perfekt, ich sehe euch. Nur ich habe die UI irgendwie nicht aktiviert. Wieso habe ich die nicht aktiviert? Ja, es gibt dann einen kurzen Anfangs-Lag meistens, das ist Standard. Okay, du kannst aber schon mal deine ganzen Befehle geben. Habe ich die nicht an, die Spectator-Mod? Tü-tün. Irgendwie nicht. Schade. Also siehst du jetzt gar nichts mehr? Also doch, doch, aber nicht das. Also ich hätte noch mehr sehen können, wenn das geklappt hätte, wie ich es irgendwie in Erinnerung hatte. Aber egal. Aber ich sehe jetzt alles auf der Karte. Wie kann ich denn den Fog of War einschalten, liebe Zuschauer? Schreibt das mal kurz in den Chat. So, genau, du baust dein Haus, sehr schön. Du gehst auf die Herde, perfekt. Jetzt pass auf, dass deine zwei Siedler die nicht wegschießen. Oder nimm gleich mal einen Siedler und schieß die Herde nochmal, also sozusagen zu deinem Dorfzentrum ran. Mhm. Also von hinten sozusagen, ne? Ja, genau. Perfekt, sehr gut. Und jetzt, genau, kannst du wieder auf die anderen. Genau, perfekt. Mit den Siedlern, die jetzt gleich aus dem Haus kommen, kannst du gleich auf die Herde gehen, die links neben deinem Dorfzentrum ist. Dann hast du nicht so einen weiten Laufweg woanders hin. Meinst du jetzt die Kleinen hier vor Ort oder wie? Das Bison. Siehst du das, wenn ich anpinge? Nee, oder? Siehst du nicht? Nee, sehe ich nicht. Und die okay, du hast einen unterirdischen Siedler. Pack den direkt da auf den Bison mit hin. Ja. Oben übers Dorfzentrum. Ja. Ja, genau. Dass es nicht so weite Laufwege sind. Laufwege kurz halten, wenn es geht. Und weitere Siedler in Auftrag geben. Und. Ja. Ich hätte aber schwören können, dass ich die vor kurzem mal drin hatte, Essok. Deswegen weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Also ich habe auch den Essok-Patch. Ach, Fog of War geht nur mit der UI. Naja gut, dann ist es jetzt so. Okay. Ja, stimmt, das ist schon die zweite Herde, aber ist auch nicht schlimm. Die war recht nah, das ist in Ordnung. Du kannst hier unten bei der unteren Herde nochmal schießen, die läuft gleich weg. Ja. Schieß auf das Bison, was halt am nächsten zum Dorfzentrum ist. Du musst gar nicht so weit weglaufen. Das reicht, wenn du einfach einen genommen hättest, der da gerade sammelt und auf den Bison schießt, der sozusagen hinter ihm ist. Es geht einfach nur darum, dass du... Ach so, gut. Du musst einfach nur hinter dem Bison sein, dass es Sinn macht. Gut. Genau. So, ansonsten Siedler fleißig produzieren. Alle Häuser hast du gebaut und mit deinem Kundschafter jetzt die Schätze einsammeln. Bin gerade dabei. Nördlich von... Genau. Und nördlich von deinem Dorfzentrum ist auch noch ein Schatz. Da gehe ich danach hin. So, jetzt wird es auf jeden Fall mal interessant, Leute. Okay, ansonsten, du holst dir dann, sobald du die erste Heimatschiffsladung hast, deine ersten drei Siedler, ne, aus der Heimatstadt. Okay. Und jetzt erkundest du mal fleißig mit deinem Kundschafter. Jo. Hast du Siedler in der Warteschleife drin? Ja, sind zwei Stück. Perfekt. Wie viel Nahrung hast du aktuell? Ich habe 380. Wieso sind zwei Siedler auf Holz? Schick die sofort auf Nahrung. Oh, du, dass du sagst. Das darf nicht passieren am Anfang. Nimm mal von deiner unteren Herde drei Siedler, schick die hinter das Bison, das am nächsten zu dir steht. Ja. Und dann schießen. Jetzt schießen. Perfekt. Sonst wäre die wieder weggelaufen. Okay, wie viel Nahrung hattest du? Ich habe jetzt 650, aber ich bin gleich bei 800. Perfekt. Und wie viel Ziel hast du noch in der Warteschleife? Noch ein? 5. Was? Oh. Dann schmeiß ich die raus. Dann schmeißt du die bitte raus, weil jetzt hast du ja genügend Nahrung dann zum Agen. Gut. Stimmt, du müsstest jetzt schon längst agen, wir haben Minute 3,20. Man sollte als grobe Empfehlung bei dir, für dich, bei Minute 3 sollte man spätestens agen ungefähr. Also ungefähr, plus minus. Also das heißt jetzt auf jeden Fall agen und jetzt, wenn du aged, alles auf Holz, außer vielleicht 4 oder 5 Nahrungssiedler. Alles auf Holz, direkt auf dem Baum. Ja. Genau, mit dem Kundschafter fleißig alles weiter entdecken auf der Karte. Und wenn du schöne Schätze siehst, dann sag mir mal Bescheid. Dann kann ich sagen, ob dein Kundschafter... Wie bitte? Ich habe das gar nicht so mitbekommen bisher, wenn ich ehrlich bin. Aber Schätze sind zum Beispiel hier diese ganzen Wagen und sowas, oder? Das mit dem X. X auf der Minimap. Okay, verstehe. Gut. Weiß ich Bescheid. Bin nicht so der Fan von Crusader Kings. Niesmann, sollte ich mir Häuser bauen oder lieber eine Kaserne jetzt? Jetzt baust du erstmal einen Marktplatz und ein Haus. Okay. Und wenn du das gebaut hast, baust du danach dann eine Kaserne. Gut.
Na, ich muss noch erst erwarten, dass ich in Phase 2 bin. Es dauert noch einen kleinen Moment. Du bist wieder mit dem Außenposten geaged? Dem Außenposten? Ja, habe ich. Dann tust du den Außenposten, sobald du geaged bist, irgendwo hin. Ich sehe es leider nicht, was du schon erkundet hast, wo du dir eine Herde wieder sichern kannst. Also vielleicht sogar einfach so ein bisschen... Der Außenposten ist doch gar nicht da. Ja, sobald er da ist. Ich plane nur für dich gerade. Ich muss erst aufleveln. Ich verstehe. Ja, dann ist er ja da. Genau. Den kannst du so ein bisschen nordöstlich deiner Holzsiedler schicken, da wo diese Rehherde ist. Siehst du die? Ja. Und dann kannst du so ein bisschen dahinter jetzt gleich die Kaserne dann auch bauen. Hm? Wie viel Holz hast du denn aktuell? 400. Dann bau jetzt bitte ein Haus noch mit einem Siedler und mit dem anderen Siedler oder mit zwei anderen Siedlern baust du jetzt schnell die Kaserne rechts neben diesen Holzsiedlern bitte hin. Neben diesen Holzsiedlern? Ja, genau. Und da jetzt eine Kaserne bitte bauen. Mhm. Und den Außenposten. Ich weiß, es ist sehr viel Micro. Den Außenposten so rechts jetzt, genau. Genau, und jetzt dahin packen. Ja, perfekt. Okay. Die Kaserne gleich auf die 1 legen mit STRG 1. Ja. Siedler weiter ausbilden in dem Dorfzentrum. Dankeschön. Mit einem Siedler, die Münzen einsammeln, die neben deinem Dorfzentrum gekommen sind. Und jetzt gehst du bitte wieder mit fast allen Siedlern auf Nahrung. Schieß die untere Herde wieder von Süden nach Norden, also du weißt, wie es geht. Ja. Und dann musst du jetzt auch auf Gold gehen. Du kannst die neuen Siedler, die jetzt kommen, auf Gold schicken. Und die zwei Siedler, die dein Gold eingesammelt haben, auch gleich auf Gold schicken. Das reicht am Anfang eigentlich als Gold. Du hast deine Kaserne gebaut, bitte bau gleich 5 Musketiere. Ist gemacht, ich kann nur 3 bauen. Hatte nicht genug. Ja, sobald du mehr Ressourcen hast, dann mehr Truppen bauen, bitte. Mhm. Okay. Indus Buster würde nächste Runde gegen Korni spielen. Was war dein Rang nochmal? Indus Buster. Krieg ich auch die Schnauze. Ja, Indus war auch gerade bei mir. Ah ja, verstehe. Dein Kundschafter macht gerade nichts. Oh, der ist schon durch. Der hat sonst mal ewig gebraucht. Welche Schätze siehst du denn so? Also, der mit den 4 Bären, der ist zu stark, den kannst du dir nicht holen. Ja. Da stirbt dein Kundschafter. Aber wenn da so 2 Wölfe sind, die kannst du besiegen. Mit einen Schuss, also einen Wolf rausschießen mit deinem Schuss und den Rest bekämpfen und dann den Schatz holen. Was haben die Türken denn so für Vorteile? Die kriegen automatisch Siedler, die kosten nichts. Die werden automatisch produziert in den Dorfzentren, aber langsamer. Die Türken haben Janitscharen, das sind sowas wie Musketiere, aber können auch Bronzehauptspitzen bauen. Das sind starke Einheiten gegen Infanterie. Soll ich jetzt mehr Musketiere dazu holen? Bau mehr Musketiere. Bitte, durchgängig jetzt Musketiere bauen. Du musst jetzt in so einer Phase des Spiels einfach nur durchgängig Armee bauen. Okay. Und die Ressourcen danach auslegen. Ich glaube, du hast ein bisschen jetzt zu viel auf Gold. Schick mal wieder, oder sag mir mal, wie viel Nahrung und wie viel Gold du hast. Ich habe jetzt 47 noch, weil ich gerade Musketiere gebaut habe. Wie viel Gold? 100. Okay, pack mal 2 Goldsiedler noch auf Nahrung. Und jetzt ist die Gefahr, deine Siedler sind jetzt leider sehr weit weg vom Dorfzentrum. Das soll das Herden verhindern. Jetzt sind die anfällig gegen Raids. Oh, pass auf, du wirst angegriffen. Jetzt kommt Kavallerie. Du musst deine Siedler ins Dorfzentrum jetzt schicken. Schau mal. Wie mache ich das? Rechtsklick aufs Dorfzentrum. Siedler auswählen und rechtsklick aufs Dorfzentrum. Schnell hier. Kann ich nicht machen, warte mal, jetzt hier. Siedler nehmen und rechtsklick aufs. Ja, genau. Genau. Oder in den Außenposten rein wahrscheinlich. Und jetzt hol deine Musketiere, schick sie nach Süden. Ja. Genau, oder in den Außenposten. Und jetzt gehst du bitte mit deinen Musketieren und die Siedler da unten können jetzt hier wieder sammeln. Bei dem Bison, was da tot liegt. Ja. Okay, wird gemacht. Okay, du musst jetzt einfach deine Siedler ein bisschen schützen vor der Kavallerie. Dafür sind die Musketiere gut. Die reichen aus, um die Kavallerie zu besiegen. Hm? Okay, schick die Siedler wieder raus, aber in die Nähe halt. Da sind noch so ein paar Bisons. Die sind noch halb tot. Da kannst du Siedler hinschicken. Wie kann ich die rausschicken hier? Achso, mit dem Pfeil im Dorfzentrum. Hat nicht funktioniert gerade. Jetzt sehe ich das leider nicht. Unten müsste es eine Option geben, dass du alle ausquartieren kannst. Da. Du müsstest doch noch mehr haben im Dorfzentrum. Nee, es waren alle. Echt? Das sind nur so wenig Siedler? Ja. Pass auf, die Kavallerie kommen wieder, siehst du bei deinem Außenposten? Ich sehe es, ja. Ach so, deine Siedler sind jetzt alle wieder im Süden. Dann schick deine Musketiere nach Süden. Schick die nach Süden. Der will da jetzt bestimmt hinlaufen. Genau, versuch ihn sozusagen. Oh, da kommt noch mehr Kavallerie. Oh Gott. Oh ja, schick deine Siedler genau zum Dorfzentrum. Oh ja, schick die schnell ins Dorfzentrum rein und geh mit deinen Musketieren nach links. Oh, das ist nicht gut. Du musst mehr Musketiere bauen im Dorfzentrum. Und jetzt greif an. Greif mit den Musketieren an. Rechtsklick auf einen, schießen. Ja. Ja, die sind halt sehr schnell unterwegs. Mehr Musketiere bauen in der Kaserne. Und jetzt schick deine Siedler wieder raus.
ein paar zum Münzen und die anderen Siedler bitte auf diese Bisons, die hier noch liegen. Da liegen doch noch ein paar Bisons. Aber nicht so weit vom Dorfzentrum bitte wieder weg. Da oben rechts ist eins und unten ist noch eins. Oben rechts? Da kannst du nämlich mit ein. Ja, genau. Und weiter Siedler produzieren ist wichtig. Ja, so, und jetzt mehr Musketiere bauen. Und jetzt nimm mal deine ganze Armee und push mal vorwärts auf den Feind. Oh, einfach geradeaus. Dingens ist tot, mein Kundschafter. Ja, das ist nicht schlimm. Also, jetzt erstmal nicht. Nicht dahin marschieren. Lauf am besten jetzt einfach nach rechts zum Feind hin, genau. Wo die feindliche Base ist. Ich hab das Gefühl, der guckt meinen Stream mit. Ja, das sollte er eigentlich nicht tun. Und auch nicht mein Stream. Also, falls du zuhörst bei einem von den beiden Streams, das wäre höchst unfair, Johns 70, wenn du hier den Stream irgendwie mitschaust. So, jetzt schau an, dass du Siedler tötest, aber marschier erst ein bisschen vorwärts, dass er es noch nicht sieht. Und dann, jetzt mach Rechtsklick auf den Siedler und schieß. Und noch auf den nächsten gleich. Feuer. Ja, die feuern nicht, jetzt. Ja, die brauchen kurz. Und nochmal. Sehr gut, du hast schon 3 Siedler gekillt. Weiter. Und jetzt mehr, du musst mehr Musketiere bauen, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, mache ich ja die ganze Zeit über. Ich kann genau. nicht. Genau, deine Siedler sind untätig. Du musst sie wieder irgendwie zu Nahrung bringen. Gegebenenfalls, schau mal, rechts neben deinem Außenposten ist Nahrung. Schieß die mal zu deinem Außenposten hin, dann sind die da sicher. Und jetzt kämpf gegen die Musketiere. Geh in den Nahkampf. Weißt du, wie Nahkampf ging? Warte, ja, weiß ich noch. Perfekt. Ja, das wird ein knapper Kampf, weil er hat jetzt die Minuteman geholt. Den Kampf wirst du verlieren. Aber du kannst hoffentlich ein paar Musketiere töten. Wäre es nicht schlauer, die Kraft zu töten von wegen? Ja, ja, klar. Die Kraft töten. Du hast gesagt Musketiere. Er hat keine Musketiere. Du hast gesagt, ich soll die Musketiere töten. Also, hä? Okay, habe ich mich versprochen. Okay, zieh deine Siedler. Naja, wobei, noch geht's. Du bist jetzt nah am Außenposten. Das ist ganz gut. Bau mehr Musketiere. Ja, mach ich. Ich kann ja keine bauen. Ich habe keine Nahrung. Ich weiß. Pass auf, er kommt wieder. Jetzt musst du deine Siedler wieder zurückziehen. Schnell ins Dorfzentrum. Genau. Und greif mit deinen 2 Musketieren an. Und, perfekt. Du hast da unten noch einen Musketier stehen. Ganz im Süden. Ja, du hast jetzt eine Armee down bekommen. Schau, dein Dorfzentrum schießt jetzt auch. Und jetzt schick deine Siedler wieder raus. Und jetzt, genau, baue Musketiere und jetzt tu deine Armee wieder zusammenziehen. Perfekt. So. Wie viel Nahrung und wie viel Gold hast du aktuell? Ich habe 500 Nahrung und 500 Gold und 500 Holz. So, okay, ich tu noch ein paar. Ja, mehr Musketiere. Immer mehr Musketiere. Und tu 2 Siedler von Gold nochmal auf Nahrung zu deinen Außenposten schicken. Und schieß deine Herde wieder zum Außenposten. Die läuft gerade wieder weg. Aber so, dass das Sinn macht, ne? Einfach ein. Perfekt. Perfekt. Und jetzt wieder auf die Nahrung gehen. Perfekt. Mehr Musketiere bauen. Wie viel Holz hast du denn aktuell? Hast du Häuser gebaut, weiß ich? Nee, hab ich nicht. Ach, hast du dir die Upgrades im Marktplatz geholt? Ja, ich habe mir Jagd, Hund und dieses Holzding geholt. Sehr gut. Okay. Die Stahlfallen kannst du dir auch holen, wenn du es dir leisten kannst. Und dann baust du mehr Musketiere. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Es ist ein fairer Kampf aktuell. Hallo Michel. Oh, cool, ein Livestream mit Corny, jawohl. Ja, so mit Corny. In Age of Empires, was ganz Neues. Spanier und nicht Briten? Na ja, aber ich kenne halt die Briten besser, Engel, deswegen passt schon. Ja, Obergefreiter ist halt gerade noch im Rahmen. Das kommt dann darauf an, wenn man halt wenig Spiele gemacht hat bisher. So, okay, jetzt push mit deiner Armee. Mit den 15 Musketieren. Und bau weiter Armee nach und schick die dann gleich mit Rechtsklick dorthin, wo du deine Musketiere hinschickst, okay? Ja. Okay, genau. Du deine Herde wieder zum Außenposten schießen. Schau, dass du durchgängig Siedler produzierst. Genau. Und bau Häuser, wenn du Holz hast. Hast du dir deine Einheiten aus der Heimatstadt alle geschickt, wie ich dir gesagt habe? Die Reihenfolge? Nein, habe ich nicht. Alles vergessen. Ja, wie soll ich es mir auch merken? So, was soll ich jetzt machen? Was soll ich mir schicken? Jetzt schnell. Was hast du denn noch? Was hast du bisher geschickt? Und, gar nichts bisher. Nur Siedler, 3 Stück. Dann schick dir mal 5 Siedler. Ja. Und dann schickst du dir 6 Lampenschützen und 6 Musketiere, okay, wenn es geht. Ich habe noch 2-mal frei, theoretisch gesehen. Schieß mal jeweils mit einem Musketier auf einen Minuteman, weil die haben nur einen Lebenspunkt. Du kannst du one-shotten. Musst du jetzt Micron einfach. Ein Musketier auf einen Minuteman. Machen sie. Genau. Ja, die Armee müsstest du besiegen können, nämlich. Schau mal, ein Minuteman ist noch da. Schieß mit einem Musketier nochmal auf den drauf. Danke, und jetzt auf die anderen Janitscharen schießen. Perfekt. Und weiter Musketiere bauen. Ja, die macht er. Und mit deinem Dorfzentrum rechtsklick dorthin, wo deine Armee ist, weil dann kommen deine Soldaten, die da jetzt gleich, die du dir geschickt hast, gleich dorthin. Ja, die kommen ja schon hin, siehst du ja. Perfekt. Hast du die Langbogenschützen schon geschickt? Nein, die sind auf dem Weg gerade. Jetzt kommen für die Siedler. Ah, okay, perfekt, ja.
Genau. Wenn du dann noch was übrig hast wieder, dann tust du dir 700 Holz schicken. Okay, und jetzt vorwärts mit der Armee. Zum Feind marschieren. Greif die Kaserne an. Und Machen schickt wir die immer mehr Armee Kaserne? nach. Oh, da kommt was. Oder ja, erstmal jetzt die Armee töten, natürlich, genau. Du hast aber mehr Truppen, das heißt, du hast den Vorteil gegen die feindliche Armee. Der Feind geht auch schon auf Mühlen, das ist schlecht für ihn, weil er dadurch viel langsamer Nahrung sammelt. Das ist so ein, also bei, du wirst das sehen bei Anfängern und Rekruten, dass sie ganz oft auf Mühlen gehen. Für alle Zuschauer, nicht, also solange es irgendwie geht, sinnvoll auf Jagdtiere, auf Tiere gehen. Aber ihr müsst halt eure Siedler schützen. Wenn jetzt da Kaff kommen, dann muss die schnell, dann müssen die Siedler schnell in den Außenposten gezogen werden. Und jetzt den Kaserne einreißen, perfekt. Mehr Truppen bauen. Ja, bin dabei. Oh, du hast deine Longbows im Dorfzentrum. Du hast nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Dorfzentrum nehmen und Rechtsklick. Oder Ja, warte mal, beziehungsweise. ich war noch voll bei den Musketieren. Das geht so schnell Ja, gerade, ich komme da genau. gar nicht mehr hinterher, ja. Okay, Sorry. passt. Und also du kannst auch, das kannst du auch einzeln auswählen. Wenn du im Dorfzentrum, wenn du das ausgewählt hast, siehst du unten zwei Sammelpunkte setzen. Der eine ist für Siedler, der andere ist für Militäreinheiten. Okay, und den zweiten die Kaserne wieder einreißen. Jetzt Sehr schon die gut. Hälfte verloren, cool. Du siehst übrigens auch die Punkte, wie es mit den Punkten steht. Du hast 114 Punkte und er hat 75. Das heißt, du bist auf jeden Fall aktuell überlegen. Du hast untätige Siedler. Ja. Oh, die haben die ganzen Wiesens wieder hier geholt. Okay. Ja, naja. Das passiert, wenn man sich auf Militär fokussiert. Oh, pass auf! Jetzt musst du schnell deine Musketiere gegen die Kaff machen. Weil deine Longbows sind sonst tot. Genau. Schön auf die Kavallerie fokussiert. Sehr gut. Perfekt. Und jetzt wieder normaler Modus. Bei den Musketieren. Und die töten und danach wieder die Kaserne. Sehr gut. Ah, da ist noch einer übrig, ein Janitschar. Schieß nochmal auf den drauf. Ja. Und jetzt. Jetzt die Stelle. Wie sieht Ja, deine jetzt den Stelle aus? Stall. Das sieht jetzt gut aus für dich aktuell. Du hast mehr Truppen noch. Schau mal, die kannst du nachschicken im Süden. Ja. Machen den Marktplatz noch platt. Genau, Kirk. Finde ich auch. Briten sind eine der einfachsten Nationen für Anfänger. Jetzt brauche ich auch mal einen Siedler. Hier habe ich was. Brauche mal bitte Stelle. Okay. Kann ich nicht. Ich habe kein Holz mehr. Juhu. Dann hast du dir schon 700 Holz geschickt. Ja, du hast doch Holz bei deinem Ah, Dorfzentrum. Schau Kacke, ich mal. hab's vergessen, ja. Ha. Schick deine zwei Siedler dahin von der Mine und sammel's ein. Wo schickst du eigentlich die ganzen Siedler hin, die du gerade neu produzierst? Ich produziere gerade keine mehr. Das ist schlecht. Das sollte nicht geschehen. Oder soll ich vielleicht tecken? Nee, kann ich noch nicht. Ich kann keine. Ah, ich kann keine. Ich habe keine Häuser mehr. Aha. Ja, nimm mal bitte noch zwei Siedler von deiner Mine und sammel damit auch noch Holz ein, dass es schneller geht. Ich habe das schon gelesen, Nils, Mann. Ich habe doch gesagt, Crusader Kings ist für mich nicht so interessant, das Spiel tatsächlich. Lass Was haben Cornia wir denn 3000 hier? Nahrung rumliegen? Ja, ich Woher habe hast du 3000 das denn? Nahrung, Hast ja. du das gesagt? Gucke. Achso, bei seinem Stream wahrscheinlich. Ja, Ja. genau. Ne? Dann hast du zu viel Nahrung. Dann geh mit deinen Siedlern mal ein bisschen auf Holz und auf Gold. Und jetzt bau bitte auch Häuser. Ja, Nimm mache von mir aus ich. die Nahrungssiedler. Viele Häuser jetzt bauen und dann bau wieder Militär. Okay, jetzt reiß ein Dorfzentrum ein, So. danach. Genau. Ja, also den Kampf hast du eigentlich nicht gewonnen. Er ist halt mit seinen Siedlern geflüchtet. Ich kann dir jetzt natürlich nicht sagen, wohin, weil das wäre unfair, aber Nee, ja. mach's nicht. Mach's Sieht man nicht. ja auch. Aber schau, da ist noch ein Siedler, den kannst du noch killen. Der sammelt gerade Münzen ein. Kill den mal schnell. Ja. Kann ich jetzt Oh, eigentlich hinschicken? der hat sich jetzt das ganze Gold hingeschickt. Du kannst dir den Siedler dahin holen, dann kannst du sein Gold stehlen. Machen wir es mal. Die Mühle musst du nicht einreißen. Das ist eher. Also, ich meine, kannst du machen, wenn du willst. Okay, bau die ganzen Häuser, bau dann mehr Militär und So, weiter bis zu seinen Häusern Siedler und deines. kommt man vielleicht? Er ist Osmane, ja, macht Sinn. Mach die Häuser alle platt von ihm. Bin dabei. Genau, schick deine drei Siedler bei deinem Dorfzentrum wieder an die Mine ran. Du hast doch bestimmt Goldmangel, oder? Du hast viel zu wenig auf Gold und zu viel auf Nahrung. 316 Gold habe ich. Ja, aber 3000 Nahrung, oder war das? Schick ein paar Siedler Ja. auf die Mine wieder. Ja, die kommen jetzt gerade Stück für Stück Ja, nachgespawnt. und baue auch gerne mit jeweils immer nur einem Siedler ein Haus und schick ihn Okay. wieder an die Arbeit. Das ist effektiver, wie wenn man nur mit einem oder zwei Siedler alle Häuser baut. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Der Ton hat sich insgesamt überschlagen bei dir, was auch immer das bedeutet.
Ja, ich weiß, Engel, er macht gerade nicht so den Häuserboom, aber das, er muss es ja lernen. Das ist sein zweites Spiel, also das kriegt er schon noch hin mit dem Häuserboom. Das ist halt der Vorteil der Briten, dass man dadurch schnell Siedler bekommt und dadurch seine Wirtschaft stärkt. Lohnt es sich, diesen Aussichtsturm zu zerstören hier von ihm? Außenposten? Ja, ja, mach das. Und genau, bau mehr Militär und kannst du mittlerweile ins dritte Age gehen? Das wäre dann jetzt, das nee, könnte man jetzt an der Stelle Gold machen. Ich hab zu wenig Gold. Nimm dir einen Marktplatz und tausche Nahrung zu Gold. Jetzt hab ich's. Okay. Na, Michel, meinst du nicht, dass du zu stark gegen Corny wärst als Unteroffizier, auch wenn du nicht so gut bist? Ich hoffe, ihr habt alle schon. Wir können danach auch mal ein Teammatch machen, sozusagen. Ein Rekrut und einer auf meiner Stufe und wir zwei spielen zusammen. Das wäre bestimmt auch mal interessant. So, deine Siedler sind hier untätig bei deinem Dorfzentrum, weil die Mine weg ist. Aber südlich von deinem Dorfzentrum ist noch eine Mine, da kannst du sie hinschicken. Ja, danke dir. Okay, er hat, du musst jetzt versuchen, ihn wieder zu finden. Du bist, genau, einfach weiter mit deiner Armee nach ihm suchen, weil der hat sich irgendwo neu aufgebaut wahrscheinlich. Ja. Und mehr Armee dann dorthin schicken, wo deine Armee ist. Du hast hier noch 5 Musketiere bei dieser Route stehen, gefunden, in der Mitte der Karte. Ja. Perfekt, ja. Deine Langbogenschützen sind zum Beispiel jetzt hier besser als deine Musketiere gegen die Janitscharen. Hast du... kannst du dir Heimatschiffsladungen schicken? Ja, 3 Stück. 3 Stück, oh. Du solltest immer gleich welche schicken, dass da musst du noch schauen, dass du darauf achtest. Das ist alles nicht so besonders, ich würde warten, bis ich getaggt habe. Ja, dann kannst du dir bessere Sachen schicken. Wobei, hol dir jetzt schon mal die Musketier-Upgrades. Die zwei kannst du dir holen. Ach, die hast du schon, okay. Ja, die Musketiere habe ich ja schon. Ach, hab mal. Nee, Schadenmusketier-Grenadier ist einfach nicht ganz. Das meine ich, die Upgrades, nicht die Musketiere. Gut, okay. Na dann. Genau. Ja, wir schauen jetzt gleich mal, wie wir das machen. Wer dann gegen wen spielt. Wir versuchen es, dass es einigermaßen fair wird. Dann machen wir 2 vs 2, dann passt das. Sehr gut. Dann machst du jetzt Folgendes. Ja. Du gehst auf die Enter-Taste. Ja. Und schreibst GG. Ja, genau. Das ist der respektvolle Umgang in Age of Empires 3. Ich bin Arsch, ich mach GF. Was heißt das? Good fight. Achso, ja, das ist ja auch in Ordnung. Die Leute, die unangenehm sind in Age of Empires 3, schreiben dann sowas wie Easy Win oder so. Ja, das finde ich immer total unschön. Das kenne ich, das machen sie bei Total War auch. Ja. So, aber ja, das hat gut gepasst. Ihr wart auf guter Augenhöhe. Er hat dich am Anfang mit der Kavallerie ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht so leicht geradet wird. Wärst du nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich verkackt in dem Moment. Ja, genau. Wahrscheinlich. Aber du lernst es ja jetzt noch. Deswegen Siedler immer in der Nähe vom Dorfzentrum oder von einem Außenposten haben. Für solche Sachen, dass du die schnell zurückziehen kannst. Ja, aber hast du, glaube ich, jetzt schon mal ein paar gute Sachen gelernt. Du kannst jetzt mal in die Statistiken schauen. Menü, Statistik anzeigen. Okay. Ist immer ganz interessant. Da siehst du, wie viele Rohstoffe du insgesamt gesammelt hast. Knapp 19.000 und der Gegner zum Beispiel 14.000. Also du hast eine bessere Wirtschaft gehabt. Ist logisch. Als Brite. Auszeichnung gerade. Rohstoffe. Dann geh mal auf Rohstoffe. Auszeichnungen ist uninteressant. Gut. Geh auf Rohstoffe, da siehst du das. Okay, ich habe mehr Rohstoffe gesammelt. Das heißt wahrscheinlich, dass ich auch mehr Einwohner hatte. Das sehen wir auch gleich. Geh mal auf Militär, weil Wirtschaft ist auch uninteressant. Du hattest 78 Militäreinheiten, mehr als er, und hast 75 Kills gemacht. Er 61 Kills. Also da warst du jetzt auch besser. Dann gehen wir auf Zeitlinie, das ist auch sehr interessant. Und dann, da kannst du mal Anzahl Dorfbewohner auswählen. So, Anzahl Dorfbewohner. Oh, okay, er ist mit sehr wenigen Siedlern geaged. Du hast das ganz gut gemacht mit 17 Siedlern. Ist eigentlich so Standard als Brite zu agen. Hättest vielleicht noch ein bisschen schneller agen können, aber das ist Übungssache. Du hast hier ein paar Siedler verloren, die hat er dir gekillt. Das sieht man dann, dass das eingebrochen ist bei dir, die Kurve. Ja. Und eigentlich in dem Moment hier zwischendrin, zwischen Minute 7 und Minute 13, hättest du viel mehr Häuser bauen müssen, dann wäre deine Kurve noch schneller angestiegen. Aber danach hast du es wieder gut gemacht und am Ende hattest du 41 Siedler. Für den Anfang nicht schlecht. Danke, Out of Connection. Ich habe mein Bestes versucht. Ich weiß, ich bin nicht der beste Spieler. Grüße gehen raus an dich, Johns 70. Du kannst auch nochmal Bevölkerung und Militäreinheiten anschauen. Das siehst du, wie so eure Armeen waren. Ich war zum Beispiel hatte er am Anfang... Vorne. Am Anfang hatte er mehr Truppen und am Ende hattest du halt durchgängig mehr Armee. Ja, warte mal, bis zu dem Punkt, wo er mich halt dort geradet hat mit seiner Kaff. Ja, aber da hast du auch Militär verloren. Es war auch dieser große Kampf. Da hatte er mehr Truppen als du, da hast du fast deine ganze Armee verloren. Ja. Aber konntest den Kampf dann doch wieder gewinnen. Na, ich habe sofort nachrekrutiert wieder. Denkst du den nächsten? Das ist auch immer wichtig. Sehr schön, okay. Ansonsten, alle Rohstoff gesammelt ist auch noch interessant. Das ist die Rohstoffsammelrate.
Da hast du halt am Ende schön boomen können, weil dann hast du die ganzen Häuser gebaut und hast richtig viele Siedler gehabt. Rohstoffsammelrate, also, warte, wo ist die denn? Ganz unwahrscheinlich. Oder? Alle Rohstoffe gesammelt, heißt es. In der Mitte ungefähr. Ah. Okay, gut. Lustig ist auch immer noch zu sehen, untätige Dorfbewohner, die waren bei euch beiden manchmal sehr hoch. Aber ja, da darf ich gar nichts sagen, das passiert mir auch noch ganz oft. Dafür, dass ich zweiter Leutnant bin, habe ich noch ganz oft untätige Siedler. Bei mir waren sie häufiger oben. Ja, ist nicht schlimm. Das lernst du alles noch. Das ist einfach jetzt eine Sache, du musst reinkommen, du musst mehr Micron, aber das selbst ich kann noch nicht so gut Micron, wie es mir wünschen würde. Also, ja. Gut, dann verlassen wir mal das Spiel und dann machen wir jetzt ein 2 vs. 2, ich und Corny.